Ausblick auf das Marvel-Jahr, diese kehren 2023 zurück. Die Marvel Studios lassen ihre Produktion an neuen Filmen und Streaming-Serien nie abreißen. Das kommende Jahr hält für Zuschauer und Fans gleich drei große Kinofilme parat, beginnend mit Ant-Man and the Wasp, Quantumania im Februar 2023. Auf dem Streamingdienst Disney Plus erscheinen hingegen bis zu 5 Live-Action-Serien aus dem Marvel Cinematic Universe. Auch einige spannende Animationsserien sind bereits angekündigt. Eine Übersicht über das kommende Marvel-Jahr. Mit der Veröffentlichung von Black Panther, Wakanda Forever im November 2022 ist Phase 4 des Marvel Cinematic Universe offiziell abgeschlossen. Marvel-Mastermind Kevin Feige, 49, erklärte auf der diesjährigen Comic-Con, dass in der nun beginnenden Phase 5 der zeitreisende Schurke Kang der Eroberer, Jonathan Majors 33, im Mittelpunkt stehen wird. Kang kann scheinbar nach Belieben durch Zeiten, Dimensionen und Paralleluniversen springen, und daher trägt der nächste Abschnitt im MCU auch den Titel The Multiverse Saga. Den Auftakt hierzu bildet im Februar 2023 der dritte Ant-Man-Teil. Zu Ant-Man and the Wasp, Quantumania ist auch bereits ein Trailer erschienen. Hauptfigur Scott Lang, Paul Rudd, 53, verschlägt es im neuen Film auf die Quantenebene. Ein geheimes Universum, das unter unserem liegt, wie es im Video heißt. Neben Hauptdarsteller Rudd wirken im dritten Ant-Man-Film auch Evangeline Lilly als Hope Van Dyne, Michelle Pfeiffer als deren Mutter Janet, Michael Douglas als Hopes Vater Hank Pym sowie Katrin Newton als Scotts Tochter Cassie Lang mit. Jonathan Majors spielt mit Kang dem Eroberer den Antagonisten des Films. Auch die Marvel-Animationsserie What If wird zu Beginn des kommenden Jahres mit der zweiten Staffel fortgesetzt. Ein genaues Startdatum steht gegenwärtig noch nicht fest. 9 neue Episoden der Anthologieserie erzählen Geschichten aus alternativen Realitäten des Marvel Cinematic Universe. Kurz MCU. Wie bereits in Staffel 1 wird sich die Auftaktepisode um die von Haley Atwell, 40, eingesprochene Captain Carter drehen. Ebenfalls zu Jahresbeginn startet die mit Spannung erwartete Live-Action-Serie Secret Invasion auf Disney Plus. Sie wartet mit einigen Superstars auf. Samuel L. Jackson, 73, übernimmt erneut als Fanliebling und Avengers Gründer Nick Fury die Hauptrolle. Neben ihm spielen Oscar-Preisträgerin Olivia Colman, Game of Thrones-Star Emilia Clarke, Ben Mendelsohn, Kobe Smulders, Kingsley Ben-Adir, Martin Freeman und Don Cheadle. In der 6-teiligen Streaming-Serie unterwandern Aliens, die die Fähigkeit zur Gestaltwandlung besitzen, bedeutende Organisationen der Erde. Ziel ist die Invasion des Planeten. Marvel-Fans können sich hier auf einen Action-Thriller mit Paranoia-Atmosphäre einstellen. Wie auch der bereits erschienene Trailer zur Serie zeigt. Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 schließt Filmemacher James Gunn, 56, seine im Jahr 2014 begonnene Filmtrilogie rund um die das Weltall unsicher machenden Titelhelden ab. Alle Guardians kehren für Teil 3 zurück. Somit sind Star-Lord, Chris Pratt, Drax, der Zerstörer, Dave Bautista, Nebula, Karen Gillan, Rocket, Stimme im Original, Bradley Cooper, Rot, Stimme im Original, Vin Diesel, und Mantis, Pom Clementif, wieder mit von der Partie. Zoe Saldana, 44, spielt nach den Ereignissen aus Avengers, Endgame eine jüngere Gamora und Will Poulter, 29, den Bösewicht Adam Warlock. Ein offizieller Trailer zum kommenden Marvel-Abenteuer ist auch bereits erschienen. Ebenfalls zur Jahresmitte kehrt eine der beliebtesten Marvel-Serien überhaupt mit der zweiten Staffel zurück. Loki debütierte im Sommer 2021 auf Disney Plus und avancierte rasch zur meistgesehenen Marvel-Show des Streamingdienstes. In der Fortsetzung spielt Tom Hiddleston, 41, mit der Titelfigur erneut den Gott des Schabernacks und der Täuschung. Weitere Darsteller wie Owen Wilson, 54,
als Mobius M. Mobius oder Gugumbatarot, 39, als Rafana Renslayer kehren ebenfalls aus der Premierenausgabe zurück. Hauptdarsteller Hitler Stun versprach für Staffel 2 einen Kampf um die Seele der Time Variance Authority. Die mächtige bürokratische Organisation stand bereits im Mittelpunkt der ersten Serienstaffel. The Marvels ist der letzte große MCU-Kinofilm des Jahres und führt Heldinnen aus verschiedenen Marvel-Projekten zusammen. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Captain Marvel, Brie Larson, 33, die aus der Streaming-Serie Ms. Marvel bekannte Kamala Khan, Iman Vellani, 20, sowie Monica Rambeau, Tiona Paris, 35, aus WandaVision. In The Marvels stellen die drei Heldinnen fest, dass sie jedes Mal ihre Plätze tauschen, wenn sie ihre Kräfte einsetzen. Gemeinsam gilt es nun, den Grund dafür herausfinden, um den sonderbaren Vorgang zu stoppen. In der Streaming-Serie Ironheart steht die junge Heldin Riri Williams, Dominique Thorne, 24, im Mittelpunkt. Sie konnten Marvel-Fans bereits in Black Panther, Wakanda Forever aus dem November 2022 kennenlernen. Das Wunderkind Riri ist noch Studentin, doch hat sich einen Kampfanzug gebaut, der an Tony Starks Iron Man Suit erinnert. Unterstützung erhält sie von Superheld Zahut, der von Anthony Ramos, 31, gespielt wird. Seine Superkräfte sind magischer Natur. X-Men 97 lautet der Titel der Fortsetzung der kultigen Animationsserie X-Men, die in den 1990er Jahren in Deutschland bei RTL ausgestrahlt wurde. In seinem nostalgischen Animationsstil lehnt sich das Serienrevival an den 90er Jahre Zeichentrickklassiker an. Einige Sprecher von damals kehren in der englischen Originalversion zurück, und eine zweite Staffel ist auch bereits bestellt. X-Men 97 spielt nicht im Marvel Cinematic Universe und erhält so einige erzählerische Freiheiten. Die zu Weihnachten 2021 erschienene Superheldenserie Hawkeye erhält mit Echo ein Spin-off. Alacqua Cox, 25, verkörpert in der Show erneut die gehörlose Superheldin Maya Lopez Echo. Außerdem mit dabei sind Vincent D'Onofrio, 63, als Kingpin und Charlie Cox, 40, als Daredevil. In der Serie kehrt Maya Lopez aus New York in ihre Heimatstadt im US-Staat Oklahoma zurück, wo sie neue Abenteuer erlebt. Ende des Jahres soll es auf Disney Plus losgehen. Zum Ende des Jahres oder aber Anfang 2024 erscheint mit Agatha, Coven of Chaos die erste Spin-off-Serie zu WandaVision auf Disney Plus. Im Mittelpunkt der Live-Action-Show steht die von Katrin Hahn, 49, verkörperte Hexe Agatha Harkness, die in WandaVision noch die neugierige Nachbarin der Hauptfigur verkörperte. Soweit Lotus Star Aubrey Plaza, 38, und Emma Caulfield Ford, 49, werden ebenfalls in der Streaming-Serie mitwirken.